Ich bin selbstständige Schreinermeisterin aus Heidelberg und bin seit kurzem Mutter. Also mir ist wichtig in meinem Betrieb, dass meine Angestellten sich wohlfühlen bei mir, dass sie Spaß haben an der Arbeit, dass sie gerne zur Arbeit kommen. Und darüber hinaus ist mir natürlich die Qualität sehr wichtig. Problem Nummer eins war in erster Linie, dass Zahlungen ausgeblieben sind, ganz am Anfang, einfach weil die Kunden natürlich auch unsicher waren, wie es bei ihnen selber weitergeht. Darüber hinaus ging es dann bei mir finanziell dementsprechend für eine Zeit bergab. Das heißt, auch ich musste gucken, dass ich mit meinen Zahlungen hinterherkomme. Um die Probleme, die durch Corona auf den Tisch gekommen sind, zu bewältigen, habe ich versucht, meine Reichweite durch einen Online-Shop zu erhöhen. In meinem Online-Shop werden Schneidebrettchen verkauft. Die Handwerksbranche wird sich meiner Meinung nach nach der Pandemie gut entwickeln. Also ich glaube daran, dass das Handwerk auf jeden Fall gestärkt aus der Situation hervorgeht. Ich bin Maxim Krämer und ich freue mich darauf, in Zukunft meinen Online-Shop weiter auszubauen.